Die einen hatten die Arbeit, die anderen das Vergnügen. Einige waren erstmal skeptisch. Und dann doch noch mutig. Und die Experten beraten über das große Ganze. Der Geländereiter-Wettbewerb, der zur Gleichqualifikation für den Junior Cup des Clubs der Vielseitigkeitsreiter war, sah insgesamt 15 jugendliche Reiterinnen und Reiter der Jahrgänge 2004 bis 2007 auf einer Strecke mit insgesamt 7 Hindernissen. Nicht höher, schneller und weiter waren heute gefragt bei dieser Prüfung. Die Jury wollte eher den leichten Sitz zwischen und über den Hindernissen, das Mitgehen mit der Bewegung des Pferdes, die Einwirkung des Reiters und insbesondere die harmonische, selbstverständliche Bewältigung der gestellten Aufgabe sehen und entwickelt daraus am Ende eine Stilnote für jeden einzelnen Ritt. Auch für die Mini-Bushis gab es einen eigenen Wettbewerb. Wie bei der normalen Führzügelklasse wird der Sitz des Reiters und der Gesamteindruck, übrigens einschließlich Führer, im Schritt und im Trab bewertet. Dazu kommt eine kleine Geländestrecke, wie hier über einen kleinen Baumstamm oder auch durchs Wasser. Ach ja, die Siegerschleife ging übrigens an Finja Maser, die wir hier gerade sehen, mit ihrem Pony Cookie.